Hallo und willkommen zu Crab Racer. Heute mit dem Hugo Troll Race. Erinnert euch an Hugo? Er ist zurück in Kart Racer Form. Ich will nicht direkt ein Kart Racer, aber ich habe keine Ahnung, es ist sehr verwirrend. Welchen Satz parodiert das nochmal? Alf ist zurück in Pog Form. Ja, genau. Erinnerst du dich an Alf? Ich erinnere mich an Hugo. Ich hatte das auf dem Gameboy, ein Spiel. Und es war ziemlich mies. Ja, ich habe ein paar Hugo-Spiele über die Jahre reingeschaut. Es waren irgendwie immer nur 3 oder 4 super minimalistische Minispiele. Und das war das ganze Spiel. Und dachte ich mir, ist das jetzt das Spiel? Okay, wir haben also beide nie die Erfahrung mit diesen tatsächlichen Games von Hugo gemacht, die so ein bisschen Story haben und so. Nein. Wir haben immer nur die Videospielumsetzung der Fernsehminispiele gesehen. Das sind aber auch die meisten Spiele. Aber ja. Sache, die ich vorhin gesehen habe, was ich interessant fand, wenn man auf die Einstellungen geht, zeige Tutorial, warum ist da diese Dollarmünze? Ich dachte zuerst, dass man dafür zahlen muss, aber was hat es damit auf sich? Ja, das sieht 1 oder 0. Verstehst du? Sie hatten keine Lust auf an oder auszuschreiben, deswegen dachten sie sich, ja, 1 oder 0. Zeige Tutorial, 1. Oder 0? Was willst du lieber? Die wollten einfach den Binärcode nicht weiter verändern. Lass die Räder rollen, wir wollen spielen! Oh Gott! Ja, das ist... Okay, Hugo, das wollen Hugo. Wir dann wohl. Und man hüpft von Schiene zu Schiene. Oh mein Gott, es sieht wieder genauso aus, wie Hugo immer aussieht. Ja, wobei ich sagen muss, dass das vom Look her okay ist, aber das Spiel ist sehr viel moderner, als ihr jetzt denken würdet. Nämlich, ich weiß nicht genau, von wann es ist. Auf der Höhle steht, dass es für Windows XP mit Service Pack 3 oder Windows 7 ist. Das heißt, okay, er kann sich kurz ducken. Das ist echt aufregend. Zählt das als Kart Racer? Ich sage, das zählt als Kart Racer. Ich auf jeden Fall war das Gamerspiel genauso. Nicht wirklich sehr viel tiefer. Das ist einfach nur noch, Temple Run und wie heißt es? Gag! Wie heißt es? Subway Surfers in einem. Oh yeah, das wäre so ein Endless Runner. Ich frage mich, ob... Weg! Wer sind denn der Antagonisten? Scheinbar kämpft Hugo gegen Krokodile. Ist das hier Double Dash, wo man sich wegrammt, oder? So habe ich das zumindest verstanden. So, ich glaube, ich werde die Steuerung von WASD auf die Pfeiltasten wechseln, damit ich die G- und H-Taste ansteuern kann. Ich wollte Hugo hat einen Helm. Die Helme geben ein Leben extra. Ach so. Das sieht grafisch einfach nur aus wie so ein... Das ist halt ein Smartphone-Spiel, oder? Schon wieder? Alles daran ist ein Smartphone-Spiel, doch. Meinst du? Ja, ich bin mir gerade so sicher, diesmal... Warum ist da oben dieses Pause? Es könnte nicht mehr nach Smartphone aussehen... Dieser Pause-Button da oben. Ja, das ist ein guter Punkt. Nein! Oh Gott. Da hättest du wohl J drücken müssen. Obwohl, ich weiß es nicht mehr. Oh, es wird ziemlich schwer tatsächlich. Es ist jetzt schon ziemlich schwer. Was soll das denn? Ich kenne das Zeug gar nicht alles. Oh, oh. Warum kommen mir Züge entgegen? Du kannst dich halt da reinlehnen. In die Münzen, glaube ich. Oh. Wenn die so neben der Spur sind. Und da war gerade schon neben der Spur. Lady. Ja, es scheint wirklich nur ein Endless Runner zu sein, aber die Umgebungen sehen bisher ganz cool aus. Ein Hugo-Token. Alter, ein... Oh Gott, Poker-Chip. Bin so verwirrt, was die Steuerung angeht. Oh oh. Hugo, deine Leben. Wie viel Leben haben wir denn eigentlich? Ich habe absolut keine Ahnung. Es sieht aber an sich teilweise ganz cool aus, muss ich gestehen. Ja, absolut, weil es halt modern ist. Es sieht auch genau aus, wie man sich Hugo... Ich habe es nie im Fernsehen gesehen, aber es war... Ich habe Hugo auch nie im Fernsehen gesehen. Ich wollte mal schauen, ob ich Aufstieg und Fall von Hugo vielleicht Überlegung wert wäre. Oh mein Gott! Oh, das war ziemlich gut. Da habe ich dann mal gegoogelt und es gibt einfach so null Informationen darüber. Das ist so eine Sache. Wenn man darüber was machen will, dann muss man jemanden, der an der Show gearbeitet hat, kontaktieren. Ich meine, wer wäre dazu in der Lage, wenn nicht du? Keine Ahnung. Jemand, der Hugo damals tatsächlich geschaut hat. Ja, da... Keine Ahnung, frag Maeve. Maeve, hast du Hugo geschaut? Oh, ja, ja. Ja. Oh, ja, ich bin Maeve. Ja, wenn es lief. Ja, also so manchmal. Warum ist der Sound zuerst hochgegangen? Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt war der nur noch nervig. Du musst Krokodile bekämpfen. Oh Gott. Krokodok.
Krokodok und seine Handlange. Hast du das neue, oh Gott, wie heißt das? Nein! Ah, die Steuerung! Gott, es ist so viel auf einmal! Das ist als Smartphone, glaube ich, sogar sehr viel einfacher zu steuern als PC-Game. Das will ich hoffen, ne? Das ist... Oh mein Gott! Hallo! So, was willst du von mir? Guck ihn dir an! Ihh, das ist Hugos Familie! Wie er dich immer noch anschaut. Warum haben die alle blaue Augen außer er? Die Kids sehen nicht ganz aus wie der Dad. Sie sehen sehr aus wie die Mutter. Braucht man nur ein Weibchen, um sich bei den Trollen fortzupflanzen. Das sind Unbeteiligte, die sind einfach nur so hier. Das hängt nicht zusammen. Hugo hat eine. Warum so ist die, oder? Manche haben Hörner und manche nicht. Die Mutter und der Sohn haben Hörner. Ich meine, die sind noch jung, die beiden anderen. Vielleicht. Ich glaube, Hugo hat Hörner. Der ist schon ein bisschen älter. Das sind wie die Milchzähne, da sind die ersten Hörner schon gekommen. Okay, wo willst du denn schon? Zu den Upgrades oder in die Trolley-Werkstatt? Als wäre das nicht offensichtlich. Zu den Upgrades, also. Startrakete, Superschub-Startrakete, Helm. Neue Welten, neue Welten. Den Dschungel. Oh mein Gott, schau, wie teuer die sind. Der Goldmagnet, ich kann mir nichts leisten. Was soll das denn? Schmackhafte Ingame-Käufe? Ich kann mir nichts davon leisten. Trolley-Werkstatt. Du hast doch erst eine Runde verkackt. Das ist ebenfalls so teuer. Was gibt's denn alles für Surfboard-Fahrgestell? Alter, reite die Wellen mit diesem kompromisslosen Surfboard-Fahrgestell. Flammengestell, schau das an. Das macht Flammen. Keine Kompromisse. Herz, was willst du mehr? Was, wieso Herz? Ist das eine schlechte Übersetzung? Mein Herz schlägt nur für Flammen und Rock'n'Roll. Hey Herz, hey Honig, was hättest du denn gerne? Herz, was willst du denn mehr? Goldfahrgestell. Das hat das übliche Fahrgestell aus 24 Karat Gold, damit musst du nichts mehr aufpeppen. Was kann ich dir denn noch bringen, Herz? Oh, der Trollwald gefällt mir. Eine Wunderweide für deinen beliebten Troll. Wunderweide. Hugo mag ordentliche Sachen, besonders wenn sie fahren können. Ah ja. Hä? Okay. Nur für die erfolgreichen und sehr, sehr reichen Trolle. Einfach nur aus Goldbarren. Ist das die I Am Rich App hier, oder? Etwas aus 1001 Nacht. Dein eigener Fahrteppich. Wieso ist das teurer als dieser Goldwagen? Ich habe absolut keine Ahnung. An dem Punkt macht es gar keinen Sinn mehr, dass das alles noch dahinter kommt. Vielleicht möchtest du ja nur in eine Galaxie reisen. Mhm. Ein Rari. Der Trolli-Rari. Nicht mal Trolli-Rari, sondern Troll-Rari. Du bist eines Rennwagens wert, dein eigener Troll-Rari. Ist das Hugo? Warte mal. Oh, es gibt andere Räder. Hugo. Das ist, glaube ich, Hugo, der abgebildet war. Oh, Steinzeiträder, Go-Kart-Räder, Stachelräder, Goldräder. Rückseite. Man kann das Teil tunen. Oh, Nummernschild, kalifornisches Kennzeichen, ein Propeller, Langhorn-Rinderschädel. Langhörner der Luxusklasse, perfekt, um sich als große Nummer aus Texas zu fühlen. Mhm. Ein Fisch. In Texas ist alles größer. Oh, der singt bestimmt ein Lied. Und bewegt sich dabei, guckt sich dabei an. Die Golduhrkette. Gleich kommt so, gleich kommen diese aus Gummi bestehenden Hoden, die über die Schienen holpern. Zubehör wird. Nichts. Rambock. Fahr nie ohne einen wundervollen Rambock los und die Piratenflagge. Mensch, mein Name ist Roger, Jolly Roger. Jolly Roger? Ich wusste nicht, dass Jolly Roger aus Mal 64. Wir wollen spielen! Nicer Voice Track. Jolly Roger ist eine Sache außerhalb von Mal 64? Scheinbar. Oh, Jolly Roger heißt einfach nur das Logo, wenn... Oh! Das habe ich nie nachgeschaut. So einen Piratenschädel nennt man einfach Jolly Roger. Oh. Also, das ist ein Schädel und darunter sind so zwei Knochen oder zwei Schwerter oder so, anscheinend. Ja, auf Deutsch heißt es einfach Piratenflagge. Totenkopfflagge. Da haben wir wieder was gelernt über das Leben. Siehst du, wie ich mich in die Kurven lehne? Mhm. Das habe ich dir empfohlen. Vorsicht, dein Kopf! Oh, der Mauszeiger ist im Weg. Verzeihung. Ist das hier ein Zehschnur? Oh mein Gott, wie... Oh. Das war fucking unfair. Wie sollst du eigentlich... Kannst du dich ducken? Ach so. Ja. Yeah.
Es ist nur alles, es ist nur steuerungstechnisch alles sehr verwirrend. Du lernst das noch. Du hast deinen Hugo-Token erhalten. Steckt nie euren Kopf so aus dem Fenster, wie mit einer Bahnfahrt. Ja, ja. Wenn ihr Auto fahrt, ist okay, aber nicht mit der Bahn. Der Abstand zum anderen Zug ist hoch genug meistens, aber ich glaube, es gibt so Geschichten, wo Leute den Kopf... Oh Gott, ich habe mich so erschreckt, dass du so schnell wurdest. Okay, man ist unverwundbar, wenn man den Turbo-Boost hat. Verstehe. Puh. Aber man blinkt, als wenn man es nicht... Ich wünschte übrigens, dass man für zurückliegende Geschwindigkeit ein paar extra Münzen bekommen würde. Au. Ich hoffe, wir können uns gleich Dschungel- und Eiswelt leisten. Das wäre so das Mindeste, was man vielleicht noch sehen will. Ich würde gerne ein anderes Fahrzeug sehen, aber ich habe das Gefühl, man muss das Spiel so viel grinden, um irgendwas Neues freizuschalten. Einen anderen Trolley. Wir haben uns vor dem Video darüber unterhalten, was Trolleys sind, ob es nicht irgendwie so Kinderwegen sind oder Koffer. Aber jetzt, wo ich sehe, sind das natürlich so 3-7, oder? Was? Das meinen die mit Trolley. Also, ja, also das, ich mein, was Hugo da fährt. Ja. Keine Ahnung, ob die Trolley genannt werden. Weil er ein Troll ist. Ja. Ziemlich lustig. Warte ich schon nach. Eine Eisenbahn-Draisine auf Englisch. Oh, wir können in die Wüste. Ich bin in ein anderes Gebiet rübergegangen. Jetzt pass mal auf. Yo. Jetzt sehen wir die Welt. Weil wir waren am Anfang in der Wüste. Jetzt musst du dich kalt anziehen. Ach ja. Na. Das hab ich schon vergessen. Wüste ist nur gefährlich, ja. Sieht doch eher aus wie so eine Prärie. Also, neuer Rekord. Ist Wüste, aber. Oh mein Gott, ich? Dieser Typ. Die Schokoquelle-Kinder war blockiert. Doch gemeinsam haben wir sie wieder repariert. Da muss ich mal denken, wenn ich an Schoko Krispies denke und an Coco Jack. Weißt du, was ich am allerliebsten esse? Erzähl mir davon, die Prärie-Auster. Am allerliebsten esse ich Prärie-Auster. Weil wir gerade durch die Prärie fahren. Ja. Yeah. Wenn ihr nicht wisst, was die Prärie-Auster ist, dann weiß ich auch nicht, was ich euch an dem Punkt noch erzählen soll. Dann ist euch was entgangen. Ja. Yeah. Ich glaube, hier ist ein Goldbarren, der mehr Geld einbringt. Zu Beginn von der Reihe. Oh mein Gott, wir werden uns den Gold-Trolley holen. Es bringt halt nicht wirklich viel mehr. Das ist so das Problem. Aber vielleicht bekommt man viel mehr, wenn man noch weiterkommt. Ich wünschte, dass man einen Multiplikator oder so kaufen könnte. Oh ja. Das wäre sehr befriedigend, aber ich habe das Gefühl, ganz viel Mühe haben sie sich nicht gegeben. Hier fehlt irgendwie einiges, was so typisch für die Endless Runner war. Aber wir wissen auch nicht, wie früh das in der Zeit war. Schon wieder die Wüste. Vielleicht war es sogar noch vor Temple Run 2. Vor Temple Run 2? Es war auf jeden Fall nach Doodle Jump. Davon können wir ausgehen. Ich bin so schnell inzwischen unterwegs. Du wirst immer besser. Ich meine, das Konzept von solchen Games ist nicht schlecht. Sie sind spaßig. Ja, yeah, auf jeden Fall. Testen. Oh mein Gott, das war ein Jump. Jemand zu Hause? Lass mich so in Ruhe. Schnell. Ja, er ist gerade erst hingefallen und so, hallo? Oh, der Goldschatz. Nice. 750 Gold. Das ist das Beste, was man kriegen kann, wie es hier aussieht. Der Rest sieht nicht so aus, als wäre es mehr. Ein besseres Upgrade. Eine Superschub-Startrakete. Ich glaube, die kann man nur einmal verwenden. Ja, sieht so aus. Oder es ist der Double Dash, so am Anfang irgendwie. Der Double Dash. Den hätte ich gerne. So, Upgrades oder Trolley-Werkstatt? Lass mir bitte nie wieder diese Wahl. Ey, es gibt Power-Ups. Moment, fällt mir gerade auf. Verbesserte Geldsäcke. Halt in jedem Goldsack mehr Gold. Oder wollen wir den Goldmagnet? Was willst du? Da hätten wir Hugo gerade fast ganz schön verunglimpft, indem wir behauptet hätten, sowas gibt's hier nicht. Geheimnisvolle Kiste wäre auch cool. Goldmagnet. Ja, ich denke auch, der Goldmagnet wäre sinnvoll. Und Magnet will man immer irgendwann. So was, vielleicht fühle ich das Spiel. Das ist ein Spiel, in dem man Upgrades mitnehmen kann. Das ist eine Sache, für die ich mich immer zu sehr begeistern kann. Oh Mann, um den Turbo einzusetzen. Weißt du, was ich dafür machen muss? Na? Mit der Maus hinklicken. Das ist so intuitiv. Es ist ja so ein PC-Game. Ja. Yeah. Ich weiß nicht, ob es ein Mobile-Game ist. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, man kann nie wissen. Oh, das klang gerade wie Plants vs. Zombies im Hintergrund. Ja, warte mal, wir waren... Zombies wollte ich auch schon ewig mal irgendwie ein Video zu machen oder so. Wir waren gar nicht in der Wüste. Wir sind am Anfang hier in so einem Grasland. Ich bin so verwirrt. Ja, yeah, aber dann kamen wir in die Wüste. Ich glaube, ich bin jetzt auch wieder nach links zur Wüste ab. Nein, das ist wieder hier.
Ich hätte es auch rechts abbiegen können. Das Problem ist nur, dass man, Moment, ich wollte gerade sagen, das Problem ist nur, dass man erst mal ein Stück weit zurücklegen muss, bis man die Goldsäcke bekommt. Aber was macht eigentlich der Magnet? Den hast du ja noch nicht eingesetzt. Doch, der ist ein permanentes Upgrade. Ach so, ich dachte, er würde jetzt hier irgendwie manchmal auf der Strecke liegen. Oh. So, ich denke halt an Temple Run. Oh, das könnte auch sein. Ich habe übrigens Temple Run nie gespielt, aber ich habe diverse andere Distanz-zurückgelegte Flash-Games gespielt. Oh, dieses Game wird nie an Subway Surfers rankommen. Die Musik ist zu ikonisch. Subway Surfers habe ich auch nicht gespielt. Din, 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 din. Ja, es war eine gute Zeit. Es gibt Leute, ich habe gehört, es gibt Leute, die immer noch jeden Tag grinden. Und wo hört man sowas? Im Bekanntenkreis gibt es ein paar Personen. Das ist Maeve. Maeve, das ist zieh mal Maeve in den Call, ich muss dir jetzt eine Frage stellen. Wolltest du eigentlich wirklich... Hä? Wolltest du wirklich was sagen, als du meintest, was ich am allerliebsten esse? Na, was? Das hat mich neugierig gemacht. Ich dachte, vielleicht hast du eine Essensgeschichte. Es ging in der Tat um die Cookie. Um die Schoko-Crispies. Ich dachte, vielleicht hast du eine Essensgeschichte, die ich jetzt vereitelt hätte. Ja, ich kann eine erzählen. Und zwar, Alter. Ich überlege, was ich heute noch essen will. Ich wollte eigentlich... Ich auch. Rechts entlang. Wer ist das denn? Das ist die Golden Gate Hexe? Bridge. Die ist rot. Nee, da war so eine Hexe in der Mitte. War die da schon immer? Oh ja, die ist da die ganze Zeit über. Ich glaube, bei der nimmt man einfach nur Schaden, wenn man da reinfährt. Oh Gott. Sie ist, als hätte man Grunty genommen in ihrer Version, nachdem sie Tutti schon umgewandelt hat. Tutti Frutti? Weißt du, was ich meine? Die Hexe aus Hugo ist so ein bisschen sexy. Sexy Hexi. So ein bisschen eine sexy Hexi. Was überlegst du zu essen? Also, was ich da hätte, wäre, ich meine, ich hätte eine Tiefkühlpizza da. Das ist relativ selbsterklärend, gehe ich von aus. Und dann, was ich mir aber auch gestern gekauft habe, war Zeug für Burger. Das heißt, die könnte ich noch schnell machen. Und ich habe überlegt, ob ich mir vielleicht einen Döner holen will. Das heißt, ich habe hier dabei. Da ist der Magnet! Na, sag ich doch. Ich habe hier, oh mein Gott, hier ist so viel Zeug. Du brauchst nicht springen, du hast den Magnet. Ich will aber springen, ich will auch das. Der Magnet ist schon wieder weg. Der ist schon wieder weg. Den muss man wohl ein bisschen upgraden. Ich habe auf jeden Fall einige starke Möglichkeiten aktuell, würde ich sagen. Also bei Burger selber machen wäre ich jetzt absolut dabei. Yeah. Ich habe doch keine gute tatsächlich, Soße da. Ich bin kein Riesenburger. Du hast Booster Sauce, Mayo und Ketchup, oder? Du hast keine Mayo. Du sprichst das ganz falsch aus. Ich hab auf jeden Fall die Worcester Sauce und der Ketchup da. Sollte stimmen. Es gibt noch die Variante... Ebenfalls aus dem Prairie-Auster-Video übrigens auf Dickmerimme, falls ihr euch wundert. Es gibt noch die Schreibweise, wo das dann... Also man denkt ja, es ist Worcester oder so. W-O-R-C-E-E-S-T-R. Und dann steht dahinter manchmal noch Shire. Also S-H-I-R-E. Worcestershire Sauce. Ist das eine Herr-der-Ringe-Situation an dem Punkt? Ja, da wohnen die Hobbits. Ah, okay. Auf jeden Fall denken Leute, dass man das immer noch Worcester Sauce ausspricht. Mit dem Shire sogar noch dran. Und ich denke mir so, das wäre so irisch oder walisisch. Die verschlucken ja wirklich alle Buchstaben, die sie haben. In manchen Schreibformen. Ja, wahrscheinlich. Nein, kennst du nicht diese Bahnhaltestellen irgendwo in Großbritannien, die so einen halbe Seite füllen würden, aber im Endeffekt sprichst du sie relativ normal aus. Ist das nicht ein Wales-Ding? Ja, genau. Walisisch, habe ich gesagt. Oh, daher kam Walisisch. Ich bin nicht so, dass man das Walisisch nennt. Aber ja, für die, die jetzt sehr verwirrt sind, also es gibt so eine Soße, die heißt Worcestershire-Sauce. Aber man soll sie Worcester aussprechen. Wie der Energy-Drink, nur mit dem W. Worcester. Oh, habt ihr auch Worcester da? Du sprichst das ganz komisch aus. Nein! Oh, du bist ja schlecht. Hallo! Oh, Mann. Bist du zu Hause, Morgi? Ja. Hast du Mario da? Hugo. Was? Hast du Mario da? Nein. Ah. Ich werde demnächst Mario kaufen, weil ich habe noch ein Video in Planung über
Ich habe ein paar verschiedene Sandwiches rausgeschrieben, die interessant sind oder was auch immer. Und eins dabei ist auf jeden Fall auch das Fruity Sandwich und das ist mit Mayo und... Nein! Ich bin immer so verwirrt mit dem zur Seite lehnen. Und das ist mit Mayo und Früchten. Troll Hopsasa. Mit Mayo und Früchten. Ja, ich weiß nicht ganz, wie sie irgendjemand auf die Idee kam, dass er sich dachte, Mann, Magerquark existiert oder Frischkäse. Wie wär's, wenn wir Mayo nehmen? Die Sache ist die, also ich bin ja eh nie abgeneigt, irgendwas Ich werd's probieren. Aber nee, aber auch in dem Fall ist es so, ich habe schon mal was Vergleichbares gegessen. Und zwar, meine Mama macht manchmal so einen Reissalat mit Konservenmandarinen und Mayo. Und Reis halt. Und das, das ist und Paprikastückchen. Paprika! Ja, das kommt auch komplett, das müsste von meiner Oma sein. Das kommt, glaube ich, aus dieser Zeit wie dein Kochbuch da. Oh ja, die guten 50er. Und ich finde es echt lecker. Also dieser Reissalat ist wirklich gut. Der ist irgendwie Mandarinensaft mit Mayo mixen, Reis, Paprika und Mandarinen schneiden. Das war's. Ich glaube. Ich würde es gern probieren. Salz, Pfeffer noch ran, irgendwas Würziges vielleicht, aber sonst. Das ist generell immer ein Problem, dass Leute zu viel Angst davor haben, irgendwie was zu essen, was zusammenpassen könnte. Das war auch eine Sache, wenn ich mit Fanny manchmal beim Einkauf bin oder so, und dann sagt sie so, ja, ich würde das gerne essen und das auch. Dann sage ich, ja, ne, es ist zusammen. Dann sagt sie, nein, das passt doch nicht. Sag ich so, was? Das ist doch egal. Ist doch, wenn du es willst. Wen interessiert das, ob es zusammenpasst? Niemand wird dich verurteilen. Niemand wird es mitbekommen. Leute würden es wahrscheinlich beurteilen. Ich meine, ich verstehe schon, wenn man halt genau wie bei der Prärie aussah, halt denkt so, ich glaube, das ist nicht so gut. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Geschmäcker sich in meinem Mund Ich meine, ja, wenn abonnieren. Du denkst, dass es nicht schmeckt, dann ja, dann sollst du es vielleicht nicht unbedingt machen, aber zum Beispiel, pass auf, Pizzabelag, wenn ich selber das Bedürfnis habe, so eine Pizza zu belegen, okay? Aha. Wofür ich mich entscheide, ist üblicherweise Schinken, Thunfisch und Hackfleisch. Dann packst du alles drauf, was du hast. Ja, ich denke nicht, dass es zusammenfasst, aber ist mir egal. Das ist nicht mein Problem. Schinken, Thunfisch und Hackfleisch. Das sind 4 Jahreszeiten nach Moggy-Art. Also, wie gut bist du mit den Rezepten des Peter Ludolf vertraut? Oh, nicht so gut, aber ich bin sehr, sehr intrigued. Er hat in einer Folge Pizza gemacht, dazu muss man fairweise sagen, die wurde natürlich vom Produktionsteam dazu gedrängt zu kochen, was auch immer, damit sie die klassische Dickmirme-Erfahrung bekommen. Ja, und er hat eine Pizza gemacht und der mag ja keinen Käse, weil Käse, der ist saure Milch, bäh. Seine Worte, nicht meine. Ja, ich und, erinnere mich. Was er dann dafür gemacht hat, statt Käse auf seine Pizza, der hat Fleisch drauf gemacht. Komm schon. Es war also diese Pizza mit der Tomatenmark oder was auch immer. Und dann war Schinken drauf. Und ich habe keine Ahnung, vielleicht noch Pepperonis und dann einfach ein Kilo Hack. Hackfleisch auf die Spaghetti drauf. Pizza in dem Fall. Oh, das war auch immer eine Sache, die mich sehr irritiert hat bei klassische Sachen, die man aus Cartoons kennt, aber nicht aus der Wirklichkeit. Oh, das war immer, wenn sie ja, genau. Mhm. Absolut. Hallo. Man denkt sich so, wer ist denn Fleischklößchen in sein Spaghetti? Ich kenne das. Ich denke mir Spaghetti Bolognese, ich denke mir immer, das ist bei mir sieht das immer anders aus. Ja, genau. Vor allem stelle ich mir die Fleischklößchen auch recht unpraktisch vor. Mhm. Es ist auch, glaube ich, viel angenehmer, das ohne Fleischklößchen zu essen. Das vermischt sich halt nicht richtig mit dem... Du kannst die Fleischklößchen nicht richtig damit vermengen. Ich habe schon sehr leckere Spaghetti and Meatballs gegessen, tatsächlich. Vor allem, weil da in den Fleischklößchen waren noch so mehr Gewürze und auch, glaube ich, Käse mit eingerollt. Das war schon stark, aber irgendwie macht es viel mehr Sinn, einfach eine Soße zu machen, wenn man Nudeln isst. Oh ja. Anstatt so 4, 5... Vier, fünf Fleisch... Klöße. Die überlasse ich Findus. Weitere Upgrades verlängern die Wirkungsdauer des Magneten, aber nicht, wie viele auftauchen. Ich habe übrigens ein Rezept, wie ich Hackfleisch auf Pizza sehr gerne mag. Und wie? Ich habe noch gewartet, bis Hugo fertig ist. Putenbrust. Troll-Hopsasa oder Trollos. Irgendwie sagt was mit Troll. Putenbrust. Du darfst nicht die glorreiche
Trollololololol-Ära auf YouTube schlecht reden. Oh, in irgendeinem Paralleluniversum war Hugo das Symbol dafür und nicht das Trollface. Oh, und dann kommt Hugo langsam wieder zurück aus dem Schatten. Irgendwo ist es passiert und wir würden jetzt in dieser App, weil sie es lizenziert hätten irgendwann, also sie hätten es gekauft, dann würden wir hier den Trollololol-Song hören. Während wir fahren. Was übrigens extrem lustig war, ist, es war Sean, glaube ich, also Ulti. Ich habe mit ihm über das Trollface gesprochen und er ist ja ein bisschen jünger. Und bei ihm war es wohl so, oder vielleicht liegt es auch an mir, dass ich wusste, dass es nicht so ist, aber viele denken anscheinend, dass das Trollface und dieser Trollololol-Song deswegen zusammengehören, weil das Trollface aussieht wie der Sänger. Weil? Nein. Aber das hat überhaupt keinen Zusammenhang. Das stammt von den Rage Trollface Comics. Nach dem Sänger irgendwie nachgezeichnet ist. Aber ja, es ist einfach nur eins von den frühen Internet-Memes und Cartoons, die dann einfach sich selbstständig gemacht haben. Und der Song kam nur, weil es klingt wie Trollololol, oder? Ich habe absolut keine Ahnung, was die Lore von diesem Song betrifft, wie er dazu gehört. Ich auch nicht, das ist interessant. Er klingt auf jeden Fall so, aber ich weiß auch echt nicht, warum, wie der dazu kam. Er war auf jeden Fall auf einmal da. Mag auf jeden Fall den Gedanken, dass ich jetzt vielleicht dem einen oder anderen das Auge geöffnet habe. Nicht beide Augen, aber eins. Das Trollface ist nicht nach dem Sänger gezeichnet. Hallo? Nein, hör auf! Das war so lustig, als Sean das gesagt hat, wo ich dachte, wieso sollte man das denken? Ich habe sein Weltbild zerstört. Das nächste müsstest du mir sagen, der Enderman basiert nicht auf dem Slenderman. Alter, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Der Enderman ist ganz offensichtlich ein Slenderman. Ja, das stimmt. Er ist recht slender und groß und lange Arme. Doch. Und der taucht irgendwie auf und ist gruselig. Wir wollen spielen. Das ist der dumme Hugo. Die Frage ist nur, wie lange wollen wir dieses Spiel eigentlich noch spielen? Ich habe das Gefühl, wir kommen auch nicht dazu, irgendwas Neues freizuschalten, weil einfach alles super teuer ist. Ich dachte, wir sehen jetzt noch irgendwas Cooles. Warst du jetzt einmal bei der Golden Gate, ja, oder? Zwei oder drei Mal, ja. Ja, wir waren schon ein paar Mal da. Gibt's nicht mehr so viel zu sehen, außer wir grinden wirklich viele Münzen, glaube ich. Naja, ich würde sagen, das ist unsere letzte Tour, die wir drehen, durch das Hugo-Land. Alter, die letzte Tour, die diese Gleise nochmal befahren werden. Aber fürchtet nicht! Denn wir haben noch den einen oder anderen Crab Racer vorbereitet. Ich habe sogar tatsächlich einige vorbereitet für den Fall der Fälle. Das klingt übrigens wie so ein Tom Scott-Video, so. Die letzte Tour auf dieser Bahnstrecke. Wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Weißt du, wen ich meine? Ich weiß, wer es ist, aber das war der ISDF-Movie-Typ. Nein, das ist Tom Scott. Tom Scott ist doch dieser, der über Seilbahnen und damals über Dateiformate und... Ich glaube, du kennst den. Der Name sagt mir was, aber ich... Wir haben darüber gesprochen. Oh Gott. Ja, der macht immer diese teilweise millionenfach geklickten Infovideos über so... Er ist dann irgendwo in Island und badet in dem Wasser von der... Ach so, ja, der Typ, ja. Der hat auch ein Video zu Dishwasher Salmon gemacht. Oh, echt? Das kann sein. Ja, so irgendwie 2008 oder so und der sah aus wie ein IT-Typ aus den 80ern oder so. Ja, ist er auch. Ziemlich sicher, dass er so einer ist. Der hat viele Videos, die das vermuten lassen, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Okay, weißt du was? Das war kurz, wir machen noch eine Runde. Ach so, übrigens. Putenbrot, Hackfleisch, Sauce Hollandaise auf die Pizza und Jalapenos. Ich hasse es, dass ich nicht weiß, wo ich die Jalapenos, die ich aus dem Glas kaufen kann. Ich meine, ihr sollt natürlich wissen, scharfes Essen, ich esse nicht scharfes Essen, ich vertrage nicht allzu viel. Aber die dummen Jalapenos, die ich in meinem Glas zum Kaufen finde, sind halt einfach nur, die sind so mild. Man merkt nicht, dass die scharf sein sollen. Ja, das stört mich. Ja, doch, stimmt, du hast recht. Die eingelegten sind immer... Deswegen nehme ich auch keine Jalapenos oder öfter mal keine Jalapenos bei Subway, wenn ich da bin. Die sind nämlich so sauer und eingelegt, dass sie den Geschmack einfach stören. Aber scharf sind sie gar nicht unbedingt. Ja, das stört mich sehr. Das heißt, eigentlich Jalapenos, ich weiß nicht mal, warum so man die sauer überhaupt kaufen würde. Ich finde sie ganz lecker, wenn man so, wenn man Käse schmilzt und die damit reinrührt. Ich weiß nicht, wie oft man das macht, aber das ist ganz lecker.
Also ich noch aber ansonsten gemacht. Empfehle ich dir frische Jalapenos zu schnibbeln. Dann kannst du auch die Samen entfernen, falls es dir zu scharf ist. Hm. Ja, die Schärfe sind, kommt aus den Kernen. Frische sind auch immer, ja, yeah, ja. Yeah. Ist ja wahrscheinlich eine Überlegung wert. Ich schneide sowas nur nicht gerne, weil muss man aufpassen, wenn man nicht direkt die Hände gewaschen hat. Ja, das kannst ist du mir nicht schon einfach passiert. Einen Schritt fassen oder die Augen oder eine Nase bohren. Es gibt ganz viele Stellen im Körper, die du nicht direkt anfassen solltest. Ich war danach mal auf Toilette. Es war das wäre fast schief gegangen. Also es war ein bisschen unangenehm. Warte, ich wollte noch irgendwas anderes dazu anmerken. Oh yeah! Was ich auch unbedingt mal machen will, ist ein Käsefondue, weil ich liebe die Idee daran. Bei uns gab's, bei meinen Großeltern, bei dem Teil der Familie halt, öfter, keine Ahnung, zu Silvester, was auch immer, Käsefondue. Yeah. Das Problem war, dass sie... vergessen. Ich glaube, die Geschichte habe ich schon öfter erzählt. Das Problem war nur, ich mochte immer super gern die Idee von Käsefondue, weil ich mir dachte, yeah, einfach so Käse, dann kann man Zeug dran machen. Also, die haben immer so viel Wein reingemacht, dass es einfach nur nach Alkohol geschmeckt hat. Das war einfach so eklig. Oh, es war einfach nur dieses Weinfondue. Und ich denke mir immer, Mann, wie wäre es, wenn man richtiges Käsefondue machen würde? Also mein, nicht gehört das schon rein? Oder warum auch immer? Jetzt, wo du es sagst, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dass da Wein reinkommt und so, habe ich es auch nicht verstanden. Wahrscheinlich, damit es flüssiger wird, oder? Ja, ich denke, und Käse und Wein ist so eine Kombination, die existiert, aber weißt du, was aber ein Hit ist? Normales Fondue. Oh, dann haben sie es übertrieben wahrscheinlich, weil ich denke mal, es gibt Rezepte, wo es sehr nach Käse schmeckt. Ich gehe davon aus, dass sie es übertrieben haben. Okay, weißt du was? Wir holen die geheimnisvolle Kiste. Unangenehm. Was hältst du davon? Okay. Wir sparen noch darauf. Die will ich sehen. Das ist ein gutes Ende. Ich will es nicht einfach so aufhören, indem wir nichts gemacht haben, außer anzumerken, Fondue ist eigentlich ganz cool. Das Mysterium der geheimnisvollen Kiste muss noch gelöst werden. Yeah, auf jeden Fall. Danach ist die Hugo-Erfahrung komplett. Hugo und das Geheimnis der mysteriösen Kiste. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Die mysteriöse Kiste. Ist sie nicht die geheimnisvolle Kiste? Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich hab's auch vergessen, sofort. Ja, Fondue ist super. Das mit einfach mit dem Fett, meinst du? Ja. Yeah. So dumm das klingt, aber es ist echt lecker, ja. Ja, die Sache ist, ich kann ja auch mal. Ich kann ja für Stunden. Was mich immer gestört hat, ist, immer so ein kleines Stückchen nehmen und dann reinmachen. Ja. Raclette ist auch cool, aber das dauert immer zu lange. Oh, Raclette habe ich irgendwann mal gelernt, dass die meisten Menschen es einfach falsch machen. Also man kann es so machen, weil es schmeckt auch. Aber immer diese Pfannen voller Zeug machen und dann den Käse drauf. Also wenn du zum Beispiel Mais da hast, machst du Mais rein. Und dann aber machen viele noch ja irgendeine Form von Fleisch und Kartoffeln in die Schale. Und dann machen sie Käse drauf und stellen das rein und essen es dann aus der Pfanne. Aber wie ich gelernt habe, oder wie ich es auch viel besser fand, als meine Schwester mir das gezeigt hat, man kann sich das alles ja auf diesem Raclette-Ding warm machen. Zum Beispiel das Fleisch kannst du oben drauf legen. Das Fleisch legt man immer oben drauf. Oder die Kartoffeln sind ja eh schon gekocht und warm. Falls man's, also ich empfehle es, mit Kartoffeln zu machen. Ja. Und dann legst du nur, vielleicht machst du es auch richtig, man legt nur den Käse in die Pfanne, also eigentlich gar nichts anderes. Nein, und dann verteilt man den auf dem Teller. Und das ist extrem gut. Das funktioniert viel besser, als ich je gedacht hätte. Ja, dieses Pfännchen machen, das Problem ist, was ich jetzt gekauft habe, war so ein Zwei-Personen-Raclette-Set. Und das haben wir dann an Silvester mal verwendet. War von Chibo oder sowas. Ich habe mal Burger darauf gemacht. Das Teil ist, es hat nicht richtig warm gemacht. Das heißt, diese Pfännchen konnte man effektiv gar nicht machen. Oh, dann warst du ein schlechtes Partner von Raclette. Ja, das auf jeden Fall. Es war nicht gut. By the way, Fondue als Kind konnte ich irgendwie, ich mag es, aber ich konnte es nie richtig leiden, weil ich konnte es nicht abwarten. Es war dann immer so heiß und es hat so lange gedauert, was reinzutun und so. Ich dachte, du hättest dir mit der Gabel in die Hand gestochen oder so. Vorsicht, das Fett. Was war das? Genau, diese komische Fondue-Gabel, ich dachte mir immer, Mann, die sind ganz schön spitz. Ja, das stimmt. Ja, also als Kind fand ich es schrecklich, aber es schmeckt. Ja, Fondue fand ich nie schrecklich. Es war Schoko-Fondue würde ich auch gerne mal probieren, aber ich habe das Gefühl, das wäre mir schnell zu viel des Guten. So ein Schokobrunnen oder so ein Käsebrunnen muss ich mal ausprobieren. Ein Schokobrunnen habe ich. Geil, ist ein Käsebrunnen eine Sache. Ja, ist es. Ist wie das es ist halt ein Fondue, oder? Ist genau dasselbe Prinzip eigentlich wie beim Schoko. Ja, aber für den Brunnen muss ich ja irgendwie flüssig genug sein, um da rauszulaufen. Du
kannst ein Käsefondue mit so viel Wein trinken. Das sollte dir bekannt sein, dass es sehr flüssig wird. Oh, das ist, das hätte ich auch echt gerne. Das ist genau das, was du willst. Ich sehe mich daran, dass ich bis zum heutigen Tage in meinem ganzen Leben noch nie einen Wein getrunken habe, den ich mochte. Huch. Ja, ich bin eine der Personen, die darüber lügt, dass sie Alkohol mag. Also nein, also ich mag's. Ach so. Weil viele Leute denken, ich sehe schon, sowas gibt's nicht. Du bist noch nicht ganz drüber hinweg, ehrlich zu dir zu sein. Ja, siehste. Ich lüge darüber, dass ich Alkohol mag. Nein, ich mag's. Ja, weil man davon ausgeht, niemand mag wirklich Alkohol. Eigentlich redet sich das jeder nur ein. Ich weiß nicht, es kommt drauf an. Es kommt halt auch drauf an. Sagen wir so, es gibt Bier, was ich mag. Ja. Yeah. Ohne dass ich es nur mache, weil man es so macht oder irgendwie. Ich persönlich mag Bier, oh Gott, mit Cola sehr, weil es dem Ganzen noch eine herbe Note gibt. Ein dreckiges. Yeah. Das finde ich auch gut. Neuer Rekord übrigens. Der Mann hat Blut geleckt. Jetzt hat er nämlich ein Ziel. Er hat eine Mission. Oh! Kannst du eigentlich über diese Stoppteile, über die Xe sozusagen rüberhüpfen? Die Xe sind, da sollst du nicht entlangfahren. Ja. So werden sie normalerweise verwendet. Bei dieser Strecke haben sie komplett übertrieben. Was soll das? Ist unnutzbar. Ja, ich weiß auch nicht, was das, wie der Güterverkehr hier jemals durchkommen soll. Was ist denn das für ein dummes Bergwerk? Wer ist denn hier zuständig? Wer ist denn zuständig? Kann ich da mal jemanden zusammenfahren? Nee, da würde ich gern bei den Ämtern mal nachfragen. Denn das kann so nicht sein. Ich klingel da mal durch. Ja, hallo, ich war gerade in dem Bergwerk und ich muss sagen, mir sind da einige Sicherheitsübertretungen aufgefallen. Haben Sie eventuell eine Beschwerdebox? Es wird halt so schnell, du bist richtig gut. Ich will noch die 10.000 knacken. Boah. Das Spiel ist gecrashed! Oh mein Gott! Es hat sich auf einmal beendet! Wollt ihr mich verarschen? Die Übertragung war plötzlich weg. Das Spiel war plötzlich weg! Ja, dann habe ich dir nur noch nachgeäfft. Ich hab das Geld nicht mehr. Oh mein Gott, wisst ihr was? Oh mein Nein! Gott, ich werde das jetzt nicht nochmal machen! Wir haben das Geld nicht bekommen! Nein, oder soll ich es nochmal machen? Ist auch nicht so lang, weißt du was? Ah, Gott! Ich fand's lustig, dass wir jetzt das Mysterium der geheimnisvollen Box den Zuschauern überlassen. Niemand wird das herausfinden, weil niemand dieses dumme Spiel spielen wird. Ich bin selber so neugierig, ehrlich gesagt. Ich meine, Leute mögen manchmal dumme Spiele. Was okay ist. Es gab dieses, ich habe mal ein Video gemacht zum Playmobil DS-Spiel. Ja, das klingt ziemlich dumm. Da waren, da habe ich mir eventuell gesagt, dass Playmobil-Kinder mit einer 80% höheren Wahrscheinlichkeit Psychopathen sind. Das waren manche nicht lustig. Das bestätigt es in meiner Welt irgendwie. Da waren ein paar sehr sauer. Die hatten keinen Sinn für Humor, also haben sie nicht mit Lego gespielt. Also da bist du zu weit gegangen. Ich war kurzzeitig der Meinung, Lego ist so viel besser als Playmobil, bis ich rausgefunden habe, die können schon sehr gut koexistieren, weil Playmobil ist super für so kleine Dioramen. Also das braucht man als Kind seltener. Aber es ist halt mehr wie so ein Puppenhaus. Du hast so ein Krankenhaus in vollster Ausstattung mit Stethoskop und kleinen Schubladen und so. Oder du hast ein Familienhaus mit einem Braten, der in den Ofen kommt und, keine Ahnung, Besteck und Teller. So, weißt du, mein Gott, diese eine Werbung von damals. Das gibt's aus Lego halt nicht. Pass auf, ich weiß nicht mehr, von was die Werbung war, aber es war, Sonntag ist der schönste Tag, weil Papa heute das Frühstück macht. Oh mein Gott, das kenne ich noch. Und dann irgendwie einer spielt mit dem Mund. Und Papa ruft, es ist fertig. Ja. Ja, genau sowas meine ich. Ja, Lego ist schon cooler, weil man kann so viel abwechslungsreichere Dinge selber bauen und so, aber Playmobil. Ich muss sagen, ich finde Lego super uninteressant, seit sie nichts Eigenes mehr so ziemlich machen. Ja, okay, das stimmt. Ich mochte ihre eigenen Sets damals, aber ich würde so oder so heutzutage nicht mehr kaufen, ehrlich gesagt. Ja, ich habe... Das ist eine Sache, die ich über die letzten Jahre herausgefunden habe. Ich finde es halt echt nicht so spaßig, Lego zusammenzubauen. Die Nintendo-Sets sind wirklich gut und detailreich.
Die sind ja, halt ich, auch ich, teuer, aber nicht überteuer. Ja, ich habe Mario 64 diesen komischen Block gekauft. Den habe ich mir auch angeschaut, aber ich finde es dumm, dass der einfach riesig ist. Aber das tatsächlich Diorama ist einfach nur so winzig. Ist einfach nur ein Block. Ja, aber das passt da rein. Also das ist krass. Ja, ja, ich weiß, aber deswegen, ich hätte einfach lieber nur ein Bob-Obs Bombenberg-Set. Das stimmt. Das wäre cool, aber dadurch, dass es sich so... Ich mag den Block. Ich finde so einen Block halt auch schön. Du findest ihn wahrscheinlich einfach nur hässlich oder sperrig. Ja, yeah, sperrig trifft's am besten. Ja, es ist ziemlich... Nee, ich mag das ganze Konzept. Auch wenn es gar keinen Sinn macht. Ich weiß nicht ganz, wie das dazu kam, weil in Mario 64 gibt es keinen Fragezeichen-Block. Also, dass sie ausgerechnet das Spiel da reinpacken. Ich fand's mutig, dass sie ein Mario 64-Set rausgebracht haben, nachdem, nach ihrem letzten Mario 64 Re-Release, welcher einfach nur, ich will nicht sagen Desaster war, aber schon so ein bisschen. Discord war gerade weg, ich habe die letzten 3 Sekunden nicht gehört. Ich find's mutig, dass sie überhaupt nicht Mario 64 Set rausgebracht haben, nachdem der letzte Release von Mario 64, welcher nicht lange her ist, einfach sehr fürchterlich war. Ach so, ja. Ja, es sind, denke ich mal, ganz unabhängige Teams. Also ja. Die diesen Block designt haben, die wirken eher wie so Fans. Deswegen ist er auch gut, deswegen ist er ganz cool und voller Liebe, habe ich das Gefühl. Weil diese Dioramen, die kleinen, also es sind ja 4 Stück. Oh, wir haben's! Die sind so cool und einfallsreich, weil sie so winzig sind. Also gerade weil sie so winzig sind, wie du sagst, sind sie so kreativ. Also was ich habe auch, was ich auch super cool finde, ist, ich habe auch nur 2 von diesen kleinen, es gibt diese kleinen Tüten, nennen wir es Booster, mit kleinen Mario-Sets, wo ich ja einen Cheep-Cheep habe und einen Bob-Bob. Und die sind halt auch so einfach so ganz winzig. Man spricht es Bootchester. Was? Booster, Booster? Das war noch in dieser Folge. Ah ja, darauf war es bezogen. Okay, ja. Aber ja, davon habe ich 2 und die sind auch super cool, weil sie einfach so winzig sind. Ja, sowas mag ich. Das okay. Ist perfekt für Adventskalender. Ich hatte früher so einen Adventskalender mit so Lego manchmal drin. Und oh, ich hatte auch mal einen Lego-Adventskalender. Ja, aber ich hatte keinen offiziellen, sondern meine Mom hat das da reingetan. Oh, das ist sowieso viel cooler. Yeah. Da habe ich Hagrids Haus gebaut innerhalb der ganzen Weihnachtszeit. Das war so schön. Das ist eine starke Erinnerung. Ermöglicht das Aufnehmen der geheimnisvollen Kiste, was da drin ist, ist ein Geheimnis. Okay, also wir haben's und jetzt müssen wir noch eine letzte Runde spielen. Wie was da drin ist, ist ein Geheimnis. Was? Fast nix. Du kannst den Troll ja nochmal einheizen. Oh, wir haben noch einen neuen Spruch bekommen, oder? Nein, wir müssen spielen. Wir müssen spielen und sie einsammeln. Oh, du meinst, sie taucht hier irgendwo auf? Ja, ja. Oh. Ich hab's mir fast gedacht, dass wir noch einmal spielen müssen, nachdem wir sie kaufen. Ich hab keine Ahnung, ich dachte, die gibt uns eins von den anderen Upgrades oder so. Ich glaube, ich weiß, was ich heute esse. Und was? Ich hole mir die Hot San Antonio, das ist die Pizza mit dem Hackfleisch und den Jalapenos. Oh, und der Soße noch ein bisschen Hollandaise. Schinken und Thunfisch drauf. Das könnte ich tun. Ich könnte anstelle der Putenbrust Schinken... Was für ein Schinken? Einfach normaler... Keine Ahnung, was hat gerade für einer da ist. Naja, aber du meinst kein Räucherschinken, sondern der Kochschinken. Ich kaufe nie Kochschinken. Was? Du packst tatsächlich, ich meine, das ist lecker auf so einer richtig guten Spitze. Ich hab, wenn dann wahrscheinlich, kaufe ich eher Putenbrust oder nicht. Nee. Du hast nur Hugo-Token erhalten. Cool. Kommt wahrscheinlich irgendwas Zufälliges vom Zeug, das man auf der Strecke finden kann. Wow, du bist gerade in der Luft auf die eine Schiene gedroppt. Das war stark. Ich finde es übrigens erstaunlich, wie lange der Helm einfach hält. Hup, hup. Das ist wahrscheinlich, wenn man einen Rekord aufstellen will, sollte man so einen Helm mitnehmen. Ich glaube, der hat bisher schon 4 Schläge abgehalten oder so. Und er sitzt immer noch auf Hugos Kopf. Oh, der Mauszeiger ist immer noch im Bild. Verzeihung, dass das halbe Video über der Mauszeiger am Bild war, aber es ist, wie es ist. Mir ist es egal. Oh nein, damit kann ich überhaupt nicht umgehen. Das macht mich kirre. Das ist sowieso klingen die Leute. Ja. Yeah. Ich ja. Manche, oh Gott, das war, wenn man über Bundycam den 3DS gecaptured hat, über die 3DS Capture Software. Das ist sehr relatable für die Leute, denke ich. Da war irgendwie der Mauszeiger, der wurde irgendwie einfach mitten aufs Bild geklatscht, aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß immer noch nicht ganz warum. Hat, glaube ich, dann mal jemand geschrieben, irgendwie so, ich habe meinen Mauszeiger auf den von Moggy gelegt. Ich habe mich ihm noch nie so nah gefühlt. Ganz nahe. Ja. Ich dachte mir, okay.
Klingt als würde man so seine Hand mich die auf Leute deine aufgrund des strengen Körpergeruchs. Und dieser Pranken. Ja, das kommt auch noch dazu. Weil die Hand auf deine Hand legen wird schwierig, aber den Mauszeiger auf die Maus, das geht. Yeah. Wobei meine Maus ja, wobei diesmal ist nicht der ganze Monitor. Ich wollte gerade sagen, meine Maus ist üblicherweise etwas kleiner, weil ich der Typ bin, der den 4K-Monitor hat und die Maus nicht hochskaliert hat. Oh ja, das ist winzig. Generell hat Morgi einen 4K-Monitor und halt nichts wirklich hochskaliert. Und immer, doch. Wenn er seinen Desktop überträgt, ja, aber wenn du deinen Desktop überträgst, ist das ja auf meinem 1080-Bildschirm und das sieht so schlimm aus. So, das ist so klein und unhandlich, aber ich könnte mir nie vorstellen, das zu nutzen, so. Aber wenn die Auflösung höher wäre, würde ich es wahrscheinlich auch besser erkennen, alles. Mann, ja, das ist halt, man hat halt so viel mehr Platz für alles. Das heißt, obwohl ich denke, dass 4K für Gaming zum Beispiel super unnütz ist, weil man, du siehst halt keinen Unterschied zwischen zum Beispiel 1440p, weil es ist einfach an dem Punkt, wir haben die Grenze erreicht von den Augen, es ist höher von der Auflösung, ich meine, kann es höher gehen, ist bestimmt nett, wenn du 4K direkt... Wenn du super nah an dem 80-Zoll-Fernseher sitzen willst oder so, aber ansonsten, weil auch, was auch eine Sache ist, womit viel geworben wird, ich glaube, es können auch manche PS5-Spiele angeblich ist 8K, was ist halt, kannst du bei 4K nicht wirklich so viel Unterschied mehr erkennen, wenn du nicht gezielt näher rangehst. Also 8K ist wirklich die allerletzte Grenze, mehr ist einfach nicht nötig, außer, und das finde ich ganz, du hast doch deinen Rekord geschlagen. Yes. Außer tatsächlich im Virtual Reality Bereich. Da ist eine höhere Auflösung für so halt für 360 Grad ganz gut. Jemand zu Hause? Ja, da ist aber die Auflösung auch halbiert. Weil es jeweils nur für eine deswegen, Augen ist. Also da wird es vielleicht noch ein bisschen höher ganz nützlich sein. Aber dann. Ja, aber da ist ja auch. Ja, da ist aber auch wieder. Wird halt der gesamte Augenbereich sozusagen abgedeckt. Na, ja. Was, solange die Bildschirme vor allem nicht größer werden oder. Ich meine, selbst wenn du einen riesen Bildschirm hast, sitzt du so weit weg, dass es im Bereich deiner Augen immer noch dieselbe Auflösung hat wie ein kleiner Monitor, also... Na, ja. Ich bin darüber aber ehrlich gesagt soweit ganz froh, dass wir da an dem Punkt das Limit des menschlichen Auges erreicht haben. Das bedeutet nämlich, dass 1080p als Standard-Videoauflösung ziemlich gut altern wird. Ja, das ist sehr gut. 1080p ist halt einfach... Es gibt nichts daran zu meckern. Du erkennst so viel, wie du erkennen musst. Ganz klar, ein bisschen höher gehen mit 4K oder so, aber 1080p ist halt einfach. Ist logisch. Ist ein logischer Kompromiss zwischen Performance und. Zwischen Leistung und irgendwas anderem. Nutz und Qualität. Das so eine typische Aussage ist, wo später mal gesagt. Und 1080p haben sie damals behauptet, sie würden den Unterschied nicht sehen. Dass irgendwann so überholt wird, aber ja. Ja. Aber ja, höhere Auflösung für Gaming. Genau, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Für Gaming bin ich nicht überzeugt, aber zum Arbeiten. Ich sag's euch, das ist ein Traum. Vor allem, wenn ihr mit mir zum Beispiel arbeitet. Du hast einfach so, als hättest du einfach 5 Timelines oder so. Du hast so viel mehr Platz für alles. Weil du viel weiter wegzoomen kannst und sowas. Das ist super angenehm. Ich denke, überträgt sich wahrscheinlich auch auf die meisten anderen Programme. Ich habe aber das Gefühl, ich würde trotzdem irgendwie so nah ranzoomen wie... Einfach weil der Bildschirm gleich groß ist. Aber dafür müsste ich so einen Monitor mal sehen. Naja, 4K-Monitore sind üblicherweise größer. Üblicherweise hast du doch keinen 24-Zoll-Teil. Ich glaube, meiner hat 27 stimmt. oder so. Oder ich glaube sogar noch mehr. Üblicherweise sind die bisschen größer. 24-Zoll war so die 1080p-Größe. Ich freue mich auf jeden Fall, dass irgendwann nicht mehr darüber geredet werden kann. So, oh, die neue Konsolengeneration mit noch krassere Auflösung. Als wäre Auflösung immer das Coolste. Ja, ich meine, es ist... Wird dann irgendwann einfach kein Argument sein. So beeindruckende Zahlen. Ich denke, Leute werden trotzdem sich darauf... lass sich trotzdem davon sehr beeindrucken. Ja, aber dann ist es mir egal. Ja, es ist an dem Punkt auch egal. Ist ja jetzt schon egal. Du bist egal. Ich kann mit 1080p leben. Sehr ich als jemand, der die meisten Spiele am PC in 4K spielt. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Hugo, Troll Race. Die gute Sache ist, Crab Racer bezieht sich natürlich nicht nur auf Kart Racer. Deswegen passt steht das Race? Ins Format. Es ist ein Race, ja. Yeah. Und wir haben einiges gelernt. Weißt du was? Ich denke, es war eine spaßige Folge. Absolut. Das Spiel ist gecrashed.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich werde mir Käsefondue machen. Oh, jetzt ein Käsefondue. Ich habe gerade einen Topf mit Käse neben mir. Und ich habe die Weinflasche. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.